Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir stehen hier vor unserem Stall, oder besser gesagt vor Rosis Stall. Und ich hoffe, ihr wird es hier gefallen. Doch dafür müssen wir noch ihren Futternapf, Futtertrog, für einen Napf ist es doch ein bisschen zu groß, die Badewanne, in ihren Stall bringen. Komm mit, liebe Rosi, wir haben hier was Tolles für dich. So, ich würde sagen, einfach so mittig werden wir den mal so hinklatschen. So, bitteschön. Komm nur rein in die gute Stube. Trau dich. Ich hoffe, dass sie sich traut. Ah, mir gefällt der Stall. Mir gefällt der echt gut. Na komm. Wo ist dein Futternapf, Trog? Ich glaube, die hat keinen Bock. Naja. Fein. Da fällt mir gerade ein, können wir noch irgendwie dekorationsmäßig so Fässer oder so was machen? Zum Hinstellen? Nur so ein Lagerfeuerfass, so auf die Art, ne? Was haben wir hier? Eine Hundehütte. Was ist das? Ich glaube ein Napf, ne? Oder ein Aschenbecher. Was haben wir da? Kerzen. Ein Kinderbett. Ein Lagerfeuer. Was bist du? Oh, ein Milchcontainer. Das würde hier jetzt ja super herpassen, oder? Da so jetzt, wo wir die Rosi haben. Ich habe nur keine Ahnung, ob der wirklich Milch beinhaltet. Ich stelle es einfach mal, ich würde sagen, so hin. Oh, ruck, einfach so zur Deko. Schließlich haben wir jetzt ja unsere Rosi, ne? Die wird dann hoffentlich mal... Vielleicht gibt die ja echt mal Milch, ne? Ich habe jetzt nur irgendwie keinen, sag ich mal, Angestellten, der das machen kann. Radio, ein Schild. Eine Wimmaschine. Wandleuchten. Zigarettenautomat, Öllampe. Jukebox, Fleischsack. Ih, nein, um Gottes Willen. Ein Fischkorb? Das ist echt nur Deko, oder? Hummerkäfig. Kisten! Ja, Kisten. Die hätte ich gern. Huch, aber die kommt darauf. Die will ich hier so im Eck irgendwie so stehen haben, wenn das geht. Das wäre fein, wenn das irgendwie geht. So schräg vielleicht auch. Kann ruhig etwas... muss nicht ganz genau. Ja. Oh ja, das schaut toll aus. Das sieht jetzt echt aus wie so ein Lagerplatz. Was haben wir hier? Gegerbte Häute. Einen Grill. Echt wahr? Ich habe irgendwie das Gefühl, die mag den Stall nicht. Ich glaube, die versucht wieder von der Seite an den Futtertrog ranzukommen. Die schnallt nicht, dass ich von ihr gern hätte, dass sie einfach so da reingeht, ne? Geht sich sie auch nochmal aus? Ja, voll. Geht sich echt aus. So, wenn ich so mache. Ja, das wird ja... Das schaut ja echt... Also, das wird ja toll ausschauen. So, oder? Bam. Ha, das gefällt mir gut. Ich soll es aber drehen vielleicht. Warte mal. Die höheren Fässer. So, langsam. Mal kurz hier hin. Die höheren Fässer da drüben hin. So vielleicht. Und die kleineren da herüben. Ja, ich glaube so. Hm? Ich glaube so ist besser. So, ja. Jawohl. Ja, mir gefällt's. Gut. Also haben wir da oben unser Lager. So, symbolisch zumindest. Nein, warte. Entschuldigung. Ich wollte da einfach nur mal raus. So, kann man da? Nee, oder? Und, liebe Rosi? Da draußen ist sie, ja. Sie schafft es irgendwie nicht da rein, ne? Jetzt habe ich echt Angst, dass sie nicht reingeht, weil sie glaubt, das ist ein Menschenhaus, ne? Na, du? Da drüben geht's lang. Da drüben und durchs Tor rein.
Ja, das wäre echt schade, wenn sie diesbezüglich jetzt da nicht rein will, ne? Naja, was soll's. Gut. Fein. Was können wir noch anstellen? Was können wir noch machen? Ich weiß, man kann hier irgendjemanden einteilen, der sich um die Gute kümmert. Da muss ich eigentlich nur auf die Kuh klicken eigentlich, ne? Nicht zugewiesen. Kann nicht von mir befehligt werden. Irgendwie hätte ich halt schon gern befehligen, dass sich irgendwer um die Gute hier kümmert. Ah ja, die frisst einfach so. Ich weiß nicht, irgendwie klappt das so nicht. Wahrscheinlich muss er dafür eine bestimmte... Oh, hoppla, warte. Okay, Essen machen sie, glaube ich, noch. Also macht sie noch. Wahrscheinlich muss das ein bestimmter sein, also wirklich ein Landwirt oder so. Ich tue jetzt den Futterdruck. Das schaut echt komisch aus. Vielleicht steht der einfach nur verkehrt. Das könnte ja auch sein, oder? Weh. Wie schaut denn das bitte aus? Okay, ich muss da noch ein Stückchen nach vorstellen. Hör mal auf zu fressen. Du, Brahim, du. Aufhören zum Essen. Hallo? Ich will dir den Futterdruck ein bisschen ins Haus weiter reinstellen. Vergiss es. Hallo? Nee. Können wir hier, werde hier Strom auch vielleicht... Ah, jetzt geht's. So. Ich probiere es einfach mal, dann drehen wir mal das Ganze. Scheinbar geht sie immer von, also immer von der Seite so ran. Vielleicht nimmt sie es jetzt an. Warte, ich probiere es mal so. Oder so, ich stelle es einfach mittig, oder? Kommt sie dann rundherum? Nee, machen wir es einfach so. Ich verdrödel schon wieder zu viel Zeit. So, jetzt da. Und das Ding da muss noch ein Stückchen nach vor. Es schaut zwar super aus, wenn es so dicht an der Wand ist, aber nur ein Stück. Das müsste schon passen. Schauen wir mal. Ja, naja, fast. Bis auf das da eben. Ah. Ja, super, Rosi. Du hast es geschafft. Willkommen in deinem Stall. Ja. Schön. Jetzt passt's. Jetzt hat sie ein schönes Zuhause. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Lala. So, passt's jetzt? Naja, fast. Vielleicht muss das ja auch so sein. Naja, wahrscheinlich eher nicht, aber ist ja wurscht. Ja, ich freue mich. Schau mal, es funktioniert. Juhu. Hurra. Jetzt wäre noch ein Licht nicht schlecht, würde ich mal meinen. Schauen wir mal. Energie. Warte, so. Energie. Generator. Ich hätte... Was? Ein Open-Schild. Neon. Genau. Ich... Boah. Das, ne? Hier hinknallen. Ganz ehrlich. Hier hinknallen. Und dann... die Scheunendisco ist eröffnet. Ah, das schaut auch doof aus, oder? Wenn hier eine Wand fehlt. Wartet mal. Wartet mal. So. Dann war das... Warte. Hier. Dann war das, glaube ich. Nein, warte. Wo war der Stall? Da, die Wand. Und hier. Ich will es schön haben. Normalerweise geht sie dann ja rein, raus, oder wie sie es braucht. Schauen wir mal. Fein. Ich will das lieber so haben. Super, ich freue mich. Nein, Entschuldigung. So. Geh mal da raus da. Also, nochmal. Licht. Licht. Was hätten wir denn da? Ich hätte halt schon irgendwie nur gern so eine kleine Lampe oder so. Das würde mir schon reichen. Irgendwie hier so mittig vielleicht. Hier, sie trinkt oder frisst, wie auch immer. Ich freue mich. Also, so einmal. Dann laufen, laufen. Dann will ich gerne verbinden mit dir da. So. An. Achso, hoppla, ich depp.
Ich muss ja da noch was vorher... Warte. Ich muss ja da vorher... Ich muss ja da noch was machen. Warte, wo war das? Hier war das, glaube ich, oder? Ah, Energie, Sonstiges. Was bist du? Leuchtkasten. Funktionen zuzugreifen. Okay. Mist, jetzt muss ich erstmal finden, wo das war, ne? Ah! Nein, das wollte ich so nicht. Ich habe gedacht, ich kann nochmal in ein Menü rein. Entschuldigung. Warte. Ich tue es dabei weg. Warte, das müsste doch gehen. So, lagern, genau. Bitte mal kurz weg. Scheiße. Scheiße. Stecker und Schalter. War das hier drin? Ah ja, da war's drin. Alles gut. Warte mal. Ich hoffe, dass es damit hinhaut. Ich mach das mal hier so an. Ich hoffe so. Bäm. Und jetzt? So. Und so. Klappt das? Ich hoffe, dass dann... Ja, das Licht brennt. Da schau mal. Licht brennt. Juhu. Nein. Schön. Ah, wie schön. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Das Lichtlein brennt. Ha. Juhu. Perfekt. Dann hat sie da ein bisschen Licht. Dann ist sie im Dunkeln. Da brauchst du nicht so Angst haben, die arme Kuh. So. Da gehen wir da raus. Schutz. Ja, da muss ich dann auch mal ran, ne? Ressourcen. Warte mal, hat sich da vielleicht noch was verändert? Zwecks Milch oder so? Ich glaube nicht, ne? Wasser. Haben wir nur hier diese Sachen nach wie vor, ne? Ja. Und sonstiges. Gartenfeld. Blinderstation. Futterdruck, eine Glocke. Siedlernähe, bla bla. Auf Gefahr hinweisen. Und was haben wir da noch? Achso, ein Schnellreiseziel. Ne, passt schon. Einmal alles richtig, alles gut. Passt schon. Jetzt müssen wir nur schauen, vielleicht zielen hier noch ein paar Leute an. Das wäre mir echt lieb. Dann bekommt auch unsere Rose hier, ne, eine Betreuung. Ja. Ja, du bist eine brave Kuh. Ah. Hallo Piper, möchtest du nicht auf Rosie aufpassen? Kotzwurf. Kann er das nicht? Warte mal, was kann... Ich weiß, ich konnte, / durfte, den Guten... Ja? Hi. Hey, Carla. Da, ein Teil. Von hier aus ist ziemlich weit. Handeln. Klar. Ich schau mal, was du hast. Hier ist mein Angebot. Wie wär's eigentlich, wenn du auf Rosie da aufpasst und sie betreust? Hm? Wär das nichts für dich? Eichhörnchen bissen am Stiel. Gemütliches Kissen. Sehr schön. Karotte. Kreide. Ich glaube, wir brauchen da nicht unbedingt noch was, weil essenmäßig haben wir eh alles. Teerbeere. Kampfflinte. Oh. Oh. Schrotmunition. Hm? Die hätte Wumms drauf, ehrlich gesagt. 60 Schaden würde die schon machen. Hm? Boah, da bin ich jetzt gerade echt am Überlegen. Wir haben jetzt zwar noch kaum Munition für Schrot und so, aber... Boah, die wäre nicht schlecht. Aber ich glaube... Passt schon. Ich bin mir gerade... Warte mal. Was haben wir denn... Habe ich denn waffenmäßig? Moment, Entschuldigung. Die Schrotflinte tatsächlich... Ja gut, die macht 54 Schaden. Die haben wir schon so gut aufgewertet. Da macht es jetzt auch nicht viel Unterschied. Können wir eigentlich lassen so. Eigentlich. Na fein. Na fein, fein, fein. Was wollte ich jetzt eigentlich noch? Ich glaube, das passt, ne?
Was, wie, wo, was? Was stellen wir an? Ernten könnte ich mal, ne? Also, hier wächst nichts. Also, weil sie nicht betreuen hier, ne? Ich habe schon wieder zu viele Pflanzen. Im Verhältnis zu den Leuten, die sie betreuen könnten. Hier denke ich mal, der Mais wird auch eher... Wah, hallo. Oder? Ich schieß dich tot, Weizen. Da brauche ich wahrscheinlich eine Sichel, ne? Oh, warte mal. Wird das so gehen? Nee, oder? Das kann man so nicht normalerweise, also eine Sichel wahrscheinlich, ne? Mit einer Sichel könnte man das ernten, aber es ist hier sowieso irgendwie, wächst hier gerade sowieso nichts. Also von dem her ist es scheinbar noch nicht fertig. Dann muss ich warten. Warten. Ja, okay. Boah, mir gefällt die Scheune gut. Ah, ich mag's. Gut, ich drehe mich schon im Kreis herum. Welchen Level haben wir denn jetzt schon? Ich glaube, ich bin jetzt Level 12 oder so, ne? Ich muss jetzt noch ein bisschen Zeit hier verbringen. Und zwar werde ich mal hier aufs Dach raufsteigen. Ich hoffe, ich habe noch so viele Materialien. Ich muss noch schnell was bauen. Wow, das habe ich wieder super hinbekommen. Rauf da, Horuk. Und zwar hier möchte ich gerne noch ein paar Scharfschützengeschichten platzieren. Ganz ehrlich gesagt. Ja. Machen wir einfach mal. Weil ab Level 15 kann es passieren, dass wir hier angegriffen werden. Und zwar von richtig fiesen Fieslingen. Und das braucht man nicht. Fallen können wir auch aufstellen. Aber tun wir mal schauen. Geschütztürme und so. Ja, die großen können wir machen. Das, oder? Ich meine schon. Warte mal, produziert 8 Schutz. Müsste gehen. Warum dürfen wir nicht? Benötigt Rang 1. Waffenfreak. Oh, muss ich das skillen? Ja, ich bin ganz schlau, ich weiß. Dann würde ich sagen, dann schaue ich mal rein, ne, ob ich da was skillen darf. Ich bin schon wieder verkehrt, ne? Und zwar so. Waffenfreak. Ach Gott, nein. Ich kenne mich ja so toll aus hier, ne? Wo ist er denn, der Waffenfreak? Langfinger, Eisenfaust. Ah, hier, ne? Wahrscheinlich Beweglichkeit. Da haben wir schon was mit Waffen. Zumindest schaut es danach aus. Na, fährst du bitte runter? Ja, danke. Hier haben wir wieder was mit Schlossknacken. Da wäre auch gut. Hacker. Nachtmeister. Action Girl. Aha. Was haben wir da? Brügler. Ach, du Heilige. Wo soll ich denn das jetzt anfinden? Ich denke mal, so weit unten wird das gar nicht sein, wahrscheinlich. Na fein, da müssen wir das jetzt durchsuchen, ne? Also da sind die Hauptdingens. Eisenfaust, Langfinger, Härter. So, nein. Nein. Nein, Schnorrer. Das ist ja fein. Dazu kämpfen. Und findest mehr Munition im Behältern. Boah, das wäre halt super. Das. Kommando, nein. Der Arzt, schwarze Witwe, Bleimagen, Bleimagen? Dein Verdauungstrakt hat sich an die Eigenarten des Ödlands angepasst. Du nimmst weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Okay. Rüstmeister, nein. Einsam Dingens, Waffenfreak, da ist er ja. Wer zuerst schießt, tötet zuerst. Mit Zugang zu Standard- und Rang 1 Modus. Modus, genau. Mods für Waffen. Int 3. Das nehmen wir mal mit. Einmal bitte, ja. Annehmen.
Und wo war jetzt das Geschichtel mit dem, das da, ne? Der Schnorrer. Boah, ey, ne? Da gibt's halt schon... Aber es wäre halt Charisma auch super, ne? Charisma, welche Kunst des Handelns. Beim Kaufen und Verkaufen bei Händlern erzielst du bessere Preise. Wäre halt auch schön. Boah. Schwarze Witwe, eben beim... Ach, warte. Männer erleiden 15% mehr Schaden im Kampf und sind in Dialogen wesentlich einfacher zu überreden. Außerdem sind sie mit dem Skill einschüchtern noch einfacher zu beruhigen. Nur die Männer oder allgemein? Also... Wer braucht schon Freunde? Wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, erleidest du 15% weniger Schaden und kannst 50% mehr Ausrüstung tragen. Okay. Das kann man dann mit der Zeit auch mit Skillen für den Fall, dass wir echt mal alleine sind. Boah, eh, ne? Warte. Was hätten wir hier noch? Dein treuer Hundefreund kann einen Feind festhalten, wodurch du eine höhere Trefferchance jetzt erhältst. Okay, hier. Auf Tuchfühlung mit den Bestien. Ziel mit deiner Waffe auf ein Tier mit einem niedrigeren Level und erhalte eine Chance, es zu beruhigen. Ja, und wozu? Lokaler Anführer. Als Anführer, an den sich jeder wendet, kannst du zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Oh! Party Girl, du weißt, wie man Party macht und wirst niemals alkoholabhängig. Ja, sehr schön. Da du gut, mit gutem Beispiel vorangehst, verursacht dein Begleiter oder dein Hund mehr Schaden im Kampf. Außerdem können sie dich nicht verletzen. Das wäre aber auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Meistere die postapokalyptische Welt. Ziele mit deiner Waffe auf eine Ödland-Kreatur mit einem niedrigeren Level und erhalte eine Chance, sie zu beruhigen. Nochmal, das ist sowas ähnliches. Einschüchtern. Zeit, allen zu zeigen, wer hier der Boss ist. Ziel mit deiner Waffe auf einen menschlichen Gegner mit einem niedrigeren Level und erhalte eine Chance, ihn zu beruhigen. Ach, das ist alles Mist. Da wäre Schwarze Witwe, also Level 22, ach du Heilige, das hätte ich jetzt auch besser lesen können. Level 22. Ja, dann nehmen wir es einfach hier mit, ne? Ja. Machen wir es dann hier. Ich hätte... Ja. Oh, Level 13 haben wir sogar schon. Ja, da muss ich mich jetzt ranhalten. Aber ich glaube, so Waffenfreak habe ich jetzt gemacht, ne? Alter Schwede. So, Schutz. Hier. Ja! Was wäre hier gewesen? Wissenschaft, Rang 1, Lasergeschützturm. Was war? Scheinwerfer. Aha, für die Nacht, ne? Schrotflintengeschützturm. Alter Schalter, ne? Da produzieren wir 8 Schutz mit dem Zeug hier. Also das will ich mal auf jeden Fall stehen haben. Und zwar so. Einen hier. Einen da. So. Dann will ich... Horuk, haben wir noch ein bisschen was? Ja. Dann will ich unbedingt einen hier oben stehen haben. Da, den dritten. Weil es wird dann die Post abgehen. Und wir brauchen echt Schutz. Und da die meisten Leute hier irgendwie so zu Hause sind, hoffe ich mal, dass wir hier sie recht gut schützen können. So. Da drüben wohnen normal auch noch welche, ne? Boah, ich hoffe echt mal, dass das dann hier, dass das hier reicht, ne? Vielleicht hier noch einen raufklatschen. Der vielleicht hilft. So. Oder da drüben noch ein. Also da oben. Wäh, ich stecke fest. Also hier so. Vielleicht. Wir haben jetzt dann Schutz über 40. So. 47 haben wir schon. Bill, was wird noch gehen? Einmal könnte man noch.
Einmal könnte man noch. Weil die schießen halt schon recht weit. Da so oben. Da oben. Vielleicht hier noch ein. Dann wird es wohl hoffentlich genügend tun. So. So. Ich hoffe, die sind gut geschützt, die Leute. Gehen noch ein paar kleinere? Nein, da brauche ich schon wieder, Öl. Ich hoffe, das funktioniert. Echt wahr. So, Herstellung. Was können wir da Herstellung noch machen? Kochherd, Kochstation, noch eine Kochstation, Laborstation. Die wäre gut haben. Ja? Eine Laborstation wäre gut haben, weil hier haben wir sowieso schon alles. Wenn wir die hierher tun könnten. Benötigt lokaler Anführer. Ach so. Ach so. Das geht halt auch noch nicht. Käfig. Wozu auch immer. Klein. Ach ja. Das waren ja, um bestimmte Viecherlein fangen zu können. Ne? Läden. Braucht man da eigentlich was? Was haben wir da? Generiert ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen, macht Siedlungen zufriedener, produziert Zufriedenheit, lokaler Anführer, Meisterhändler, Mist, verdammter. Okay, was haben wir da? Brauche ich das überall? Lokaler Anführer brauche ich überall. Gut, dann werden wir das bald als nächstes mitskillen. So, wir haben jetzt 55 Schutz. Ich hoffe echt, dass das passt. Was sagst du, Mama Murphy? Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Ich hoffen wir es. Echt? Dann bin ich. Dann ist alles okay. Also, Gemüsesuppe können wir machen. Mhm. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Passt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Jawohl. Sehr gut. Braten. Hm, ich weiß nicht. So einzeln. Ich würde sowas liebend gern in den. Ja, in den Kochtopf schmeißen. Da! Da! Das Ei-Omelett. Schmutziges Wasser. Ich mach mal eins. Ich bräuchte irgendwie irgendwas, mit dem ich schmutziges Wasser, sage ich mal, produzieren kann. Gibt sicher eine Möglichkeit und ich weiß es wieder nicht. Vielleicht reicht es, wenn man so eine Regentonne oder so aufstellen kann. So, verlassen bitte. Sehr fein. Jetzt haben wir da ordentlich was gekocht. Das freut mir. Das freut mir. So, ja. Na, ich denke schon. Also diese Bude hier sicher mal gut geschützt. Kotzi, wo kann ich dich eigentlich einteilen? Oder für was kann ich dich da einteilen? Hallo, Kotzi? Kotzi, Kotzi? Kotzi? Der will nicht reden mit mir. Ich glaube, der ist beleidigt. Schau mal, ob ich ihn einteilen kann. Befehligen. Für irgendwas kann ich ihn befehligen. Ich bin mal gespannt, für was. Da, da. Vielleicht macht er ja mit. Das geht? Zuweisen? Hat das gerade hin... Wow, nein, nicht... So? Macht er das? Kotzi? Bist du hier? Also ich würde mich jetzt echt freuen, wenn er das macht. Benötigt ein... Nein, also da ist noch niemand gekommen. Wer bist du jetzt? Ah, du bist der. Sie ist die Händlerin. Kotzi ist einfach nur beleidigt, glaube ich, ne? Red kein Wort mehr mit mir. Zuweisen zu irgendwas. Ich will, dass du da... Doch, warte. Zugewiesen, er tut Essen machen. Juhu, er tut Essen machen. Da war das Essenzeichen drauf. Essen 13. Perfekt. Vielleicht kann ich ja jetzt, wo ich das habe, weiß und wo das... Was? Produziert. Mhm. Ah, musst du da immer jeweils extra einen einstellen, oder wie? Das ist jetzt aber auch blöd.
Entschuldigung, ich trödel da jetzt zu viel herum, ich weiß, aber das mit dem Weizen, ich hätte halt gern Weizenproduktion und so, ne? Wenn du da jetzt immer einzeln wen einstellen musst, ist das halt auch blöd. Jetzt ist Kotzi weg. Naja. Wird schon passen. Wird schon passen. Ja. Ich hätte halt gern für dich da jemanden gehabt. Das muss ja gehen. Wer bist du? Sturges. Der tut aufpassen. Tut die Mama Murphy. Kann ich... Nein, sie kann ich natürlich nicht einteilen. Aber bei dir, du musst ja irgendwie gehen, oder? Also ich bin... Das muss ja gehen, dass man da eine Kuh oder so bedienen kann. Nö. Oder, warte, du Kerl, ja, du, aha, ich habe noch ausgewählt, okay, du machst jetzt eigentlich das hier. Essen 7, aber vielleicht macht er dafür das jetzt. Diese Ressource ist nicht zugewiesen. Jetzt komm. Das gibt's ja nicht. Wo bist denn hin? Komischer. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist wurscht. Ja. Was? Keine Ahnung. Ehrlich nicht. Na fein. Warte, da fällt mir gerade ein. Ich werde trotzdem nochmal mit dir. Schon wieder. Willst du handeln? Du bist echt freundlich. So, handeln. Ja, ich schau mal, was du hast. Ich habe von allem etwas. Munition wäre super. Puh, von was habe ich denn recht wenig? Die 44er, die hat sie nicht mal. 45er haben wir genug. 38. Die 38er nehme ich mit. Okay. Was ist denn das? Alle Abhängigkeiten heilen. Mhm, okay. Dann ist das teuer? Ja. Dann nehmen wir die nicht mit. Und würde sagen, lassen wir es mal. Huch. Ja. Wird wohl hoffentlich passen. Muh. Ja. Wir könnten hier eigentlich noch ein bisschen weiter bauen. Eigentlich. Wir könnten auch anfangen. Ist da eigentlich jemand eingestellt? Wir könnten anfangen, mal dieses, den Müll, den wir da drin immer haben, zu zerkleinern, zu verarbeiten. Also den Schrott halt, ne? Und weiterhin unser Dörfchen noch ein bisschen ausbauen, weil. Für Missionen bin ich eigentlich eh recht schwach noch auf der Brust. Da wäre es gar nicht schlecht, wenn man mit dem Baummenü da ein bisschen Erfahrungspunkte sammelt. Zumindest einen noch. Würde ich meinen. Schauen wir mal. Geht da wieder mal... Geht das? Nein, das ist ein Blödsinn. Wartet, das ist ein Blödsinn. Zuerst da rein. Also er. Alles nehmen. Ich mache mal so. Wow. Geht schon, aber ich muss da jetzt Zeugs auf den Boden schmeißen. Ich will nur mal probieren, ob es überhaupt gehen würde, ne? Puh, also das Rohr braucht man eigentlich nicht. Der Einäscherer, den lasse ich mal. Diese Pistole würde ich mal bis auf eine... Ah, warte, Pistolen nehmen wir nicht. Da gibt es noch einen Skillpunkt, glaube ich, ne? Aber so wirklich die Müllsachen, die können wir... Waffen, warte mal, was tue ich da? Hilfsmittel, diverses. Da ist es, Schrott. So, jetzt haben wir das Richtige. Also, da möchte ich gerne mal probieren. Plastik kriegen wir da raus. Ich suche was Bestimmtes. Komponentenansicht, sortieren. Warte mal, geht das mit... Kann ich da irgendwie... Ach so, da ist es nur... Alphabetisch. Mhm. Okay.
Skill-Tabelle untersuchen. Ich suche nämlich gezielt Kupfer, weil man die ja für alles Mögliche brauchen eigentlich. Zementsack, aber den könnte ich eigentlich auch auf den Boden schmeißen. Den Löscher, den braucht auch keine Sau. Batterie, lassen wir mal. Vielleicht Kristall. Das vielleicht? Stahl, Holz, Säure, Dünger, Feder, Kork. Plastik, Plastik, Beton, Knochen. Okay. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen Kupfer. Schau, Kochplatte. Das ist ein bisschen anstrengend, ich weiß. Und langweilig vor allem. Aber ja, wir sind hier mit dem Part sowieso bald fertig. Und es ist mir... Also ich werde das sowieso mal machen, dass ich das Ganze, den ganzen Blunder, den wir da haben, den werde ich mal umtauschen. Oder mal so verarbeiten, dass es mal zu den Einzelteilen da wird. Knochen, 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 Stahl, Glas, Plastik, bla bla bla. Silber. Da dran. Das können wir auch von mir aus. Stahl, Glas, Plastik, Keramik. Allein wie viel wir da, ne, Bierflaschen und so geklumpert haben, ist ja Wahnsinn. Gold von mir aus. Oh. Jo. Dann Glas, Plastik, Keramik, Gummi, Stahl, 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 Stahl. So. Was haben wir da? Nein, nix. Passt nix. Also ich möchte nämlich noch ein paar Geschütztürmchen bauen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles zu wenig. So. Aluminium. Dararam. Dam, dam, dam. Ich sollte vielleicht auch mal das suchen. Also, da gibt es so eine Suchfunktion. Ne? Wenn ich jetzt eingeben, also einstellen würde, dass ich speziell Kupfer suche. Huch, so. Dass ich speziell Kupfer suche, dann führt mich das ganze System dorthin, wo ich das auch finde. So. Alles verwerten. Na nu, warst du schon? Nein. Da haben wir was. Verwerten. 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 Warte. Verwerten. 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 Haben wir alles? Haben wir alles. Und so kann ich halt die ganze Zeit dann weitermachen. Das werde ich irgendwann mal machen, tun, wenn ich nicht... Hast du was gesagt? Nein. Kannst du mich hören? Gottes Willen. Das werde ich irgendwann einmal machen, wenn keiner zuhört und keiner zuschaut. Ja, du gehörst auch da rein. Ich hau mal auch rein. Das auch. So. Ja, den Helm, das Bier kommt rein. Alter Schwede. Schlimm. Die Waffen möchte ich gerne woanders hin tun. Wobei, ist eh wurscht, ne? Also rein damit. So, das behalte ich. Das kommt rein. Das können wir rein tun. Brennstoff tun wir halt auch rein. Puh, alles nehmen, lagern. Ja, müssen wir. Warte, das ist ätzend. Dass man da alles extra machen muss. Ich werde doch mal, warte. Da tue ich eines weg, das tue ich rein, das tue ich rein. Das tue ich auch rein. Pistolen, 6 Stück, die tue ich auch rein. Gottes Willen. So, weiter, weiter. Die Doppelläufige kommt rein, die kommt rein, der kommt rein, der kommt rein. Das, das auch. Der Filzhut, meine Güte. Der Flaschenkürbis. Das, das kommt rein. Ach Gott, das dauert jetzt leider. Die haben kein Gewicht, die auch nicht. Das hat auch kein Gewicht. Okay, aber das hier,
Die hier. Gebackene Blähfliege lasse ich mal. Gepflegter Dreiteiler, das kommt weg. Die Suppe lassen wir da. Geröstet, das kommt weg. 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 Das kommt auch weg. Ja, können wir eigentlich auch. Ist ja wurscht. Das auch. So, der Hirnpilz kann weg. Die Blume kann weg. Das kann weg. Das Halsband, die Kette. Ja, die Waffen. Alter Schwede, was wir da alles gelagert haben. Das Jagdgewehr kann weg. Das Jet kann weg. Ach. Das Kaliberzeug, das, ich glaube, das brauche ich so nicht. Die Kartoffelchips, der Kaugummi, der Kreuzschlüssel, Kronkorkenmine, Köterkeule, Laserpistole, die Mod kommt rein, da kommt bis auf 1, kommt alles rein, das kommt alles rein. Das kommt alles rein, das auch, das auch, das auch, das auch. Sowieso, ja. Ein lässiges Outfit können wir auch. Die Leuchtpistole tue ich auch mal rein, den Mais tue ich rein. Maschinenpistole, boah ey. Die Melonen. Das kommt rein, das, das, das. Das kommt alles rein, das kommt rein, die Minigun. Die Eier kommen auch rein, das Omelette behalte ich mal, das Fleisch tun wir mal rein, die moderne Brille, der Molotow-Cocktail, den lasse ich auch mal da, bis ich mir da, also bis ich das Zeug mal brauche. Die Nudelschale ist zum Essen, das kann man, okay, da lasse ich mal eins da. Nuka-Cola könnte ich auch mal bis auf, ich sag mal, 3 nehmen, oder warte. 3 nehme ich mit. So machen wir das. Quantum. Wow, heilt 400. Der Ordner kommt weg. Die Blanke, die Sonnenbrille. Das Zeug kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Alter Scheiße, ne? Auf weh. Da habe ich es wieder mal extrem übertrieben. So, machen wir so. Da auch dasselbe. Mist, ich hätte doch nicht alles nehmen sollen. Na, das kommt weg, das kommt weg. Das auch, das auch, das auch, das auch, das auch, das auch, das auch. Das hat kein Gewicht. Die Rohrzange, das kommt rein. Das kommt rein, das kommt rein. Von mir aus, das auch. Der Anzug. Das tun wir auch mal rein. Schlagring. Boah, ist das übel, ne? Schutzhelm. Schwarze Weste. Schweißerbrillen. Die tun wir auch weg. Die Sportbekleidung, die tun wir auch rein. Die tue ich auch rein. Das tue ich auch rein. Da tue ich nichts rein. Die Sturmmasken, Süßkuchen. Das kommt drüben hin. Halstuch, das kommt rein, das, 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 das kommt auch rein. Boah, ey. Laborkittel, Lunchbox, Magazin, tun wir alles rein. Boah, da rein, der Whisky, die Beeren. Ja, bist du narrisch, ey. Ich werde nie mehr fertig, habe ich das Gefühl. Ah, ich glaube, ich habe meine Waffe jetzt reingeschmissen. Die lasse ich mal. So, die tue ich auch weg. Die auch. Das auch. 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 Kommt auch rein. Kommt auch rein. Rein damit. Rein. Nein, das lasse ich mal. Die wäre nicht schlecht. Die macht vielleicht auch gut Schaden. Taktisch. So, das kommt rein. Das kommt rein. Das auch. Das auch. Boah, ey, ne? Das auch.
und momentan das auch. So, yeah. Jetzt haben wir schön. Jetzt haben wir schön ausgemistet. Boah. Mehr als Überlänge wieder vom Bad her. Bitte. Boah, das macht einen Krawall, ne? Ich muss jetzt allein sein. Ja, ja, dann bist du halt allein. Aber die machen einen Lärm. Da kann ja niemand schlafen. Wäre schon bald gut, da oben am Dach zu platzieren. Ja, was soll's. Na fein, im nächsten Part. Ist die Frage, was wir anstellen. Ob wir noch ein bisschen hier an unserer Sicherheit hier arbeiten. Noch ein bisschen was umbauen, ein bisschen eine Geschützsachen aufstellen, da oben zum Beispiel, ob es da besser ist, als wir hier am Dach. Das ist die Frage. Könnte man eigentlich machen, könnte man probieren. Ich hoffe echt, dass wir unser Dorf hier schützen können. Das wäre echt ganz übel, wenn hier die Leute verrecken. Naja, das schauen wir uns jedenfalls im nächsten Part an. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!